Herzlich willkommen in der Coaches Lounge mit Benka Waloszki, unserem Co-Trainer, der für die kommenden zwei Wochen allerdings wieder das Ruder übernimmt und dem Interimstrainer spielt. Benka, du hast die gleiche Erfahrung in der vergangenen Saison schon gemacht, hast die finalen 8 Spiele als Interimscoach übernommen. Jetzt switchst du wieder in die Rolle, da unser Headcoach Mike Taylor mit der polnischen Nationalmannschaft unterwegs ist in Sachen WM-Qualifikation. Inwiefern schaffst du es, diese Rollen zu wechseln? Vom Co-Trainer zum Chefcoach, vom Chefcoach wieder zum Co-Trainer, nun wieder zurück in die Position des Interimstrainers für 2 Wochen. Erstmal ist es nicht ganz dieselbe Situation, hast du ja selber auch schon gesagt, diesmal ist es ja auf Zeit. Ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, dass man authentisch oder dass ich authentisch bleibe. Ich habe das letztes Jahr auch schon so gemacht, ich versuche jetzt nicht irgendjemand zu sein, der ich nicht bin. Ich werde jetzt nicht anfangen irgendwie von oben herab oder so ganz autoritär, das ist nicht mein Stil. Und das werde ich dieses Jahr auch nicht machen. Ich glaube, wir haben die letzten Wochen hart gearbeitet und es gibt keinen Grund, warum es jetzt irgendwie anders werden sollte. Als du in der vergangenen Saison übernommen hast, hattest du vorher noch überhaupt keine Erfahrung als Headcoach, zumindest auf der allerhöchsten Ebene. Jetzt hast du zumindest diese 8 Spiele auf deinem Lebenslauf stehen. Welche Erkenntnisse nimmst du denn jetzt mit für die kommenden 2 Wochen, die du in der vergangenen Saison gelernt hast? Größte Erkenntnis, glaube ich, einfach, dass ich in der Lage bin, dass ich das kann. Hilft mir jetzt natürlich sehr. Wenn ich jetzt zum ersten Mal in die Situation kommen würde, wäre ich bestimmt aufgeregt. Ja. Wahrscheinlich so aufgeregt, wie ich letztes Jahr war, als es soweit war. Jetzt habe ich das irgendwie schon einmal hinter mir und kann ein bisschen selbstbewusster und ein bisschen entspannter auch an die Sache rangehen. Inwiefern hilft dir Mike dabei auch? Habt ihr eine sehr intensive Kommunikation in den kommenden Wochen oder habt ihr die bereits gehabt, vorbereitend auf die Zeit? Die Kommunikation mit Mike ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich finde es fast erstaunlich, überraschend, wie gut das in so kurzer Zeit schon klappt. Ich glaube, das, was am meisten hilft, ist, wir haben in den letzten Wochen einfach hart daran gearbeitet, ein System und vor allen Dingen auch eine Struktur zu etablieren. Und in der Struktur können wir jetzt weiterarbeiten. Das wird sich für die Jungs jetzt nicht ändern. Und das ist sozusagen so eine Maschinerie, die läuft. Und da geht jetzt der Headcoach raus. Aber ich glaube und ich denke auch, dass ich dann da jetzt mal eben für die, 13 Tage sind es, glaube ich, reinspringen kann und dass es trotzdem so weitergeht, weil wir das vorher geschafft haben, das zu etablieren. Inwiefern lässt sich die eben angesprochene Struktur schon konkret erkennen? Welche Eckpfeiler hat die? Naja, für die Jungs geht es vor allen Dingen erstmal um Struktur des Wie-Arbeitens. Also geht gar nicht so sehr um Inhalte. Klar arbeiten wir hart daran, dass wir ein System, ein basketballisches System, offensiv wie defensiv irgendwie aufbauen. Aber vor allen Dingen geht es auch darum, wie arbeiten wir? Also wie ist ein Training strukturiert? Was haben die Jungs zu erwarten? Und das hilft, glaube ich, dass das jetzt etabliert ist, dass es da ist, dass die Jungs wissen, was kommt. Und das macht mir den Job jetzt auch leichter, da einfach jetzt zu übernehmen sozusagen an der Stelle. Genau, bei den Jungs, bei der Mannschaft haben wir ja dieses Jahr auch einige erfahrene Spieler, haben 3, die 30 schon überschritten haben, mit Ahmad Chazazai, Chacha, mit Yannick Frese und mit Kova Hrvoje Kovacevic. Welcher der 3 Jungs ist denn einer, der jetzt auch für dich den Ansprechpartner spielen kann, der dir besonders helfen wird in den kommenden 13 Tagen? Alle, glaube ich. Die Jungs sind, hast du selber angesprochen, sehr erfahren. Die haben vieles erlebt schon auf dem Basketballfeld, ob im Training oder im Spiel. Und das hilft mir natürlich auch. Ich werde von den Erfahrungen profitieren, nicht nur ich, auch Mike. Also ich glaube, wir versuchen da schon, unsere Spieler mit ins Boot zu holen. Ich habe zu allen einen guten Draht. Ich mache mir da keine Sorgen. Ich glaube, die werden mich alle oder uns alle unterstützen. Du hast Benka vergangene Saison nicht nur als Interimstrainer in Erscheinung getreten, sondern es gab ein weiteres richtungsweisendes Erlebnis für ihn. Er ist nämlich Vater geworden von Bruno und der hat dein Leben wahrscheinlich ein bisschen durcheinander gewürfelt. Wie lebt es sich denn als Trainer, der wirklich einen sehr zeitintensiven Job hat und gleichzeitig auch noch als Vater? Wie bekommst du das unter einen Hut? Ich bekomme das, glaube ich, noch ganz gut unter einen Hut. Ich glaube, dass Marie, meine Freundin und Mutter von Bruno, glaube ich, da die größte Rolle spielt, ehrlich gesagt. Also die, wie die mir den Rücken frei hält jetzt in der Vorbereitung, ist schon, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und es ist, macht mir das Leben einfach unglaublich viel einfacher, uns als Familie, glaube ich, einfacher. Danke an der Stelle, wenn Marie sich das auch anguckt. Und daher läuft das gerade alles ganz gut. Das Gefühl ist ein bisschen anderes, wenn man lange weg ist. Wir waren in Polen im Trainingslager oder dann auch mal zu Auswärtsspielen.
Auf einen Donnerstag in Göttingen, wenn man früh das Haus verlässt und spät abends erst wiederkommt, dann schläft der Kleine noch, wenn man aufsteht, und der schläft wieder, wenn man nach Hause kommt. Das ist schon ein bisschen ein anderes Gefühl. Das ist dann immer ein bisschen schade. Muss sich dann immer ein bisschen zusammenreißen, dass man ihn nicht wach macht, um noch ein bisschen irgendwie Zeit mit ihm zu haben. Er soll ja dann auch schlafen. Ja, man vermisst jetzt zwei Personen und nicht mehr nur eine Person. Ne? Das ist schon ein Riesenunterschied. Ist denn Bruno schon Vereinsmitglied bei den Towers? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Oh, das jetzt kommt jetzt schlecht rüber, ne? Nee, ist auf jeden Fall geplant. Aber wir haben erstmal noch mit den anderen bürokratischen Dingen zu tun. Also wir haben jetzt erstmal eine Krankenkassenkarte und die Anmeldung und so. Das lief erstmal am Anfang alles. Und der nächste Schritt muss dann ganz klar Towers e.V. heißen. Letzte Frage, Benker. Du bist ein Kaffeeliebhaber. Hast jetzt die schwarze Hose an die Zuschauer. Wenn ihr Benker mal seht, könnt ihr ihm gerne einen Kaffee ausgeben, den er sich dann nach Möglichkeit nicht über die Hose kleckert. Welchen Kaffee bevorzugst du? Immer schwarz. Schwarzer Kaffee. Americano heißt das in den meisten Fällen. Wenn es ein guter Kaffee ist, braucht es für mich keinen Zucker oder Milch. Dann bin ich so zufrieden. Alles klar. Benker, vielen Dank. Sehr gerne. Und wir hören uns eventuell diese Woche nochmal wieder. Ansonsten in der kommenden Woche bei Inside the Team, bei der Coaches Launch, bei der Towers Family. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin.